Ich zeige dir heute in der Serie Basic und Tipps Folge 4 Klebemittel, welche Klebemittel wir fürs Kartenbasteln haben und wie man sie anwenden kann. Hallo und herzlich willkommen, ich bin Anja. Du bist hier genau richtig, wenn du mit dem schönen Hobby Kartenbasteln gerade erst anfängst. Und auch wenn du schon länger bastelst, habe ich vielleicht ein paar tolle Tipps für dich. Schön, dass du heute da bist. Hier siehst du schon mal eine große Auswahl an Klebemitteln, die wir so haben. Und ich glaube, ich fange einfach mal mit meinem absoluten Lieblingskleber an. Das ist dieser Flüssigkleber von der Firma Tombow, auf Englisch Liquid Glue. Und das ist sowas wie ein Markenname. Wenn eine Bastlerin sagt, ich klebe mit dem Tombow, dann meint sie genau diese Flasche, obwohl die Firma auch ganz andere Produkte herstellt. Das ist mein absoluter Lieblingskleber. Ich habe den hier auch schon einmal ausgepackt. Ich packe den mal hier in so ein Körbchen, dass wir alles zusammensammeln. Der hat zwei Öffnungen. Einmal hier oben so eine spitze Tülle und dann hat er hier unten auch noch so eine breite Fläche. Und ich bastel jetzt schon 10 Jahre mit diesem Kleber und ich habe den, glaube ich, erst einmal benutzt von der Seite, weil der ganz flach zieht und damit dann der Kleber sofort ganz, ganz, ganz dünn aufgetragen ist. Und zwar so flächig, schnell, dünn, dass er sofort klebt. Und das Schöne an dem Kleber ist, den muss man dünn auftragen, aber wenn man den mit der Spitzendüse punktuell ein bisschen aufträgt, dann kann man auch noch ein bisschen hin und her ruckeln, wenn man seine Kartenbasis zum Beispiel aufklebt. Zeige ich dir. Ich habe heute auch wieder 2 Karten vorbereitet, wie ich den benutze. Alternativ ist das hier flink und fest, der Lieblingskleber von Tanja, wenn es darum geht, Karten flach aufzukleben. Da gibt es hier auch noch so eine Nachfüllpackung für. Und ich bevorzuge den Flüssigkleber, der deutlich preisgünstiger ist im Verbrauch. Aber man braucht ein bisschen Gefühl. Dieses hier ist ganz easy einfach. Dann haben wir das große Thema Dimensionals oder 3D-Klebepunkte oder wie auch immer man das nennen will. Und das hier sind eigentlich alles Dimensionals. Also wir haben eine Packung, die hat so große Klebepunkte, zeige ich dir nachher auch, die werde ich verwenden. Dann haben wir eine Extra-Packung, ganz viele kleine, die sind gleich teuer. Und hier hat man gleich ganz viel klein geschnitten. Hier könnte man sie sich auch selber klein schneiden. Das mache ich auch immer beim Rand. Dann haben wir das Ganze als, also hier sind immer 3 Lagen drin. Hier haben wir ein Mischpack in Schwarz mit 2 Lagen groß und 2 Lagen klein. Also wenn man sehr dunkle Sachen bastelt, ist das auch sehr praktisch. Und dann haben wir durchgehende weiße Lagen, so Bögen, die man auch ausstanzen könnte, sodass man vollflächig eine 3D-Erhebung hat. Und das letzte Produkt aus der Serie sind so ganz lange Streifen. Die benutzt man sehr gut für Schüttelkarten. Also, wenn dich das interessiert, dann mache ich zu Weihnachten gerne mal eine Schüttelkarte. Dafür brauche ich reichlich Kommentare unter diesem Video. Das sind alles meine Dimensionals, benutze ich nachher auch. Dann meine dritte Produktgruppe, die ich immer brauche, meine totalen Basics, sind die Mini-Glue-Dots, die Klebepunkte. Das ist so eine Reihe, ich habe hier sogar einmal offen, wo man hier so einzelne Gelee-artige, ich versuche mal, ob du das hier besser sehen kannst. Ja, genau, da kann man das sehen. So Gelee-artige Punkte, die könnte man auch noch ein bisschen zusammenrollen und die haben auch eine Klebekraft. Benutze ich nachher auch, also Dimensionals, Glue Dots und ein für mich Flüssigkleber. Das sind so die Grundnahrungsmittel. Ohne die komme ich gar nicht aus. Sehr schön ergänzend finde ich auch das Abreißklebeband. Das ist besonders gut, wenn man Boxen oder Mini-Alben bastelt, weil man sofort eine starke Klebekraft hat. Und die Klebekraft ist auch ein bisschen stärker als bei dem Flink und Fest. Von dem Flink und Fest gibt es auch noch eine Version mit einem Plus. Die ist dann auch noch mal stärker, aber das ist trotzdem stärker als Flink und Fest. Dann haben wir noch
Präzisionskleber, ein zweiter Flüssigkleber, den zeige ich nachher auch. Da werde ich dir nachher auch zeigen, einen Trick, wie man den gut wieder zubekommt, weil in diesem Deckel oben ist eine Nadel drin, dass das einem nicht verstopfen kann und wie man das gut machen kann. Beide Kleber trocknen durchsichtig klar. Also der Tombow ist eine weiße Masse und wird durchsichtig. Dies hier ist schon eine durchsichtige Masse. Aber der Tombow trocknet super schnell und der Präzisionskleber trocknet super langsam. Aber es gibt für alles eine Berechtigung. Um zum Beispiel Pailletten aufzukleben oder sowas, ist das hier sehr praktisch. Und wenn das ganz durchgetrocknet ist, dann ist das auch ganz steinhart fest. Wohingegen unser Tombow-Kleber immer ein bisschen babsig bleibt. Also das ist nur wichtig, wenn das als Oberstes auf einer Karte wäre. Also wenn man irgendein Glitzerpulver zum Beispiel noch aufkleben will oder die, ne, wenn man es noch sehen könnte. Also den haben wir auch noch. Dann ist auf der Seite, ich hatte mir doch extra den Katalog auch dazu hingelegt, also das ist unser Jahreskatalog und ich habe mir extra einen Merker gepackt. Das ist die Seite mit den Klebemitteln und wir hatten schon den Tombow, wir hatten schon die ganzen Dimensionals. Hier gibt es noch ein Döschen mit Heißklebepulver. Das ist aber tatsächlich auch auf der nächsten Seite nochmal zu finden beim Thema Embossing, Heißembossing. Und falls du da Interesse hast, schreib das auch gerne drunter. Dann würde ich das in dem Video zum Heißembossen vielleicht einmal zeigen können. Also ist Klebemittel, aber klebt nur, wenn man es erhitzt und ist sehr speziell. Brauchen wir jetzt gerade nicht. Dann haben wir noch Klebebögen. Das sind so ganz große Bögen. Die zeige ich dir heute auch einmal in einem Projekt. Die kann man auf Farbkarton von einer Seite, die sind so doppelseitig wie Klebeband, aufkleben. Dann stanzt man etwas ganz Zartes, Feines aus, wie zum Beispiel einen Schriftzug oder zarte Blüten. Und wenn man sie ausgestanzt hat, kann man die Rückseite vom Kleber auch abziehen und hat eine ganz feine Klebeschicht. Also Tanja liebt das. Ich klebe das auch ganz oft mit Tombow. Aber wollte ich dir auch nicht vorenthalten, haben wir auch. Wir haben hier noch eine kleine Silikonmatte, die wollte ich mir eigentlich zurechtgelegt haben. Die ist besonders praktisch, wenn man mit dem Tombow arbeitet oder wenn man mit Flüssigklebern arbeitet oder aber wenn man über seinen Farbkarton eventuell rüber klebt, dann bleibt die Unterlage sauber und alles ist gut. Und dann haben wir hier noch Nummer 8 waren die Mini-Klebepunkte. Nummer 6 waren die großen Klebebögen, die haben wir gerade. Und Nummer 7 ist ein Haftmittel. Das ist auch kein richtiges Klebemittel, also richtig in Anführungsstrichen. Sondern das sind so kleine Stücke, die man auf den Vorgänger der ablösbaren Stempel kleben konnte. Also wir hatten ja schon immer Gummistempel. Und die hatten entweder, hat man den Aufkleber gar nicht aufgeklebt, keinen ablösbaren Aufkleber, oder aber der damalige alte Aufkleber war steinhart. Und dann kann man hier so ein Stückchen draufkleben und hat die gleiche Haftkraft wie bei den ablösbaren Stempeln. Also auch sehr praktisch. Also das sind alle unsere Klebemittel. Und jetzt zeige ich dir gleich, wie sie im Einsatz aussehen. So, und ich habe gedacht, ich fange als erstes mit meiner ersten Karte an und mit Stempeln. Ich habe hier auch ein bisschen Schmierpapier. Und ich habe ja ein bisschen grüne Deko gemacht und unser Tombow ist weiß-grün. Und ich habe gedacht, ich mache auch mal ein bisschen grüne Karten und habe mir das Set aus der Natur mit den passenden Stanzformen ewige Zweige genommen und wollte damit mit dir eine Karte basteln. Die Stempel habe ich schon aufgezogen und Schmierpapier habe ich. Ich fange an und ich fange, glaube ich, sogar mit meinem Spruch an. Der Spruch ist auch aus diesem Set ein herzliches Dankeschön. Und den stempel ich mir jetzt hier so als erstes unten in die Ecke und dann brauche ich die dunkle Lodengrünfarbe schon nicht mehr. Den kann ich schon wegpacken und jetzt hatte ich mir ja schon hier Farbe drauf gemacht und dann stempel ich einmal hier so gerade rüber
Und jetzt bin ich hier so über die Kante gekommen. Ich will nämlich noch einen zweiten Stempelabdruck machen, aber dann hätte ich eventuell hier eine dunkle Stelle gehabt. Insofern stempel ich einmal flach den ersten Abdruck so drauf und dann kann ich mir hier noch einen zweiten Abdruck hinstempeln, der deutlich zarter ist. Ne? Aber da ist wichtig, wenn man über Kanten stempelt, lieber nochmal abstempeln und dann neu. Und ich habe mir gedacht, ich will auch noch die Flecken aus dem Set benutzen, aber auch die möchte ich ein bisschen zarter haben. Deswegen zweiter Abdruck. So haben wir das so. Und damit bin ich mit Stempeln schon fertig. Und jetzt kommen gleich meine Klebemittel zum Einsatz. Ich habe hier einmal mit der Stanzform in Pergamentpapier was ausgestanzt. Und ich habe mir hier meine Grundkarte und meine Mattung zugeschnitten. Und jetzt brauche ich als erstes, da muss ich einmal wühlen, meinen Flüssigkleber, meinen Tombow. Und wichtig ist, erst stempeln, dann kleben, weil beim Stempeln geht schon mal schneller was schief. Und dann habe ich nur ein Stückchen, was ich in den Müll schmeißen muss. Wenn ich jetzt erst alles geklebt hätte, müsste ich alles in den Müll schmeißen. Also immer erst stempeln. Außerdem ist dann alles noch flach, wenn man Kleber drauf hat. Ups, hier war jetzt ein bisschen Dreck dran. Habe ich abgemacht oder auch noch nicht ganz. So, und jetzt drücke ich und es passiert noch nichts. Na, der Vorführeffekt, ne? Wie man das so hat. So, jetzt. Also vorsichtig, ein bisschen Kleber und dann kann ich mir das hier drauf so zurechtrückeln. Das ist eben das Schöne, dass es noch beweglich ist. Gleichmäßig ausrichten. Fertig. Und hierfür würde Tanja jetzt zum Beispiel das Flink und Fest den Abroller benutzen. Also, das ist so meine Basis und so wie der Mensch Wasser braucht, braucht der Kartenbastler einen Klebstoff und ich den Tombow. Guck, hier kann ich noch ein bisschen zurechtrückeln. Sehr gut. Und jetzt habe ich hier noch meinen Zweig, den ich drauf haben möchte. Und dann nehme ich mir meinen Glue Dot und roll mir den ein bisschen, ruhig mit dem Finger. Und klebt den hier einmal so drauf. Und ich benutze ja gerne Tombow. Also ich mache mir noch so ganz hauchzart, sodass du das sehen kannst. Also wirklich nur ein ganz, ganz, ganz klein bisschen hier dran. Und dann fixiere ich mir das. Und hier klebt das. Und da ist das jetzt so fixiert. Das reicht. Und dann habe ich mir noch Perlen rausgesucht. Und unsere ganzen Perlen und viele Pailletten und unsere Strasssteine und so haben schon jeweils ein Mini-Glue-Dot darunter. Also die heißen dann oft auch selbstklebend, sodass wir nicht extra noch solche Glue-Dots darunter bauen müssen. Und davon nehme ich mir jetzt welche und ich nehme mir jetzt mal hier eine Schere, irgendwas dünnes, spitzes und mache mir hier unten zwei Perlen hin. Ich finde, die passen da sehr gut zu. Ups. Und mach mir noch hier eine Perle hin. Und damit habe ich meine erste Karte mit Tombow und Glue Dots fertig. Also da kannst du sie so sehen. Finde ich, sieht sehr nett aus. So, das packe ich mal zur Seite. Und dann komme ich zur zweiten Karte. Hier starte ich auch wieder mit Stempeln. Ich habe mir einen Kreis fertig ausgestanzt und ich nehme einmal das Stempelset Olive Branch. Da habe ich mir hier schon diesen kleinen Zweig genommen und den Spruch habe ich mir noch mal aus den Landhausrosen genommen. Liebe Wünsche, den liebe ich so. Also, das sind meine Stempel und upsala. Ich stempel meinen Stempelabdruck komplett in Lodengrün. Ich tupfe hier so ein bisschen und das ist auch ein Distiff Ink Stempel. Ich mache den mal hier so drauf. Und ja, sehr gut.
Und der ist ja jetzt so pixelig. Ich weiß nicht, ob du das so gut sehen kannst. Der hat so Löcher. Und ich nehme mir einen unserer Mischstifte. Und, na, welchen? Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Und dann gehe ich da immer noch mal so zart rüber. Dann frischt das noch mal ein bisschen auf und sieht nicht mehr so pixelig aus. Leuchtet ein bisschen mehr. Hat jetzt nichts mit Klebemittel zu tun. Aber vielleicht hilft dir mein Tipp trotzdem. Das mache ich hier so bei allen grünen Blättern. Und so ein bisschen unterschiedlich darf das bleiben. Und für meine Oliven habe ich mir zusätzlich Espresso rausgesucht und habe mir auch schon ein bisschen Farbe in den Deckel genommen. Und jetzt nehme ich ein bisschen Espresso zusätzlich und vermische das Ganze so, dass ich ein bisschen dunklere Farbe da drauf da dran habe, ohne dass ich damit richtig fett koloriere. Und jetzt mal gucken, wie das hier so funktioniert. Das sieht auch ganz gut aus. Also noch einfacher wäre das Ganze mit auf Seidenglanzpapier, weil das ein bisschen wassermalfarbiger ist. Aber ich finde, das sieht auch sehr gut so aus. Und jetzt brauche ich doch noch mal das Lodengrün, weil ich ja noch meinen Spruch stempeln will. Und ja, ich sage ja immer jeden Spruch vorher einmal so abstempeln, wäre jetzt bei meinem Kreis nicht so wichtig, weil das ja ein Kreis ist. Also weil ich da ja drehen kann, wie mir das dann nachher gut gefällt. Sehr schön. Damit habe ich schon mal meine Stempelarbeit fertig. Und die möchte ich nachher ein bisschen erhaben auf meiner Karte haben. Das heißt, dafür werde ich nachher Dimensionals benutzen. Aber ich habe gedacht, ich zeige auch noch mal, und dann nehme ich mir mal diese Silikonmatte und zeige dir, wie wir unsere Goldflocken benutzen können. Also die Goldflocken sehen ja so in der Dose aus. Ich habe meine tatsächlich schon in eine verschließbare Schachtel umgefüllt. Also nicht wundern, warum das bei mir ein rosa Ding ist, aber so würden sie geliefert werden. Und ich glaube, ich habe da auch nur die halbe Menge drin. Und jetzt nehme ich mir mein Abreißklebeband und mache mir hier auf meine Karte zwei Streifen. Und da ich ja auf meiner Silikonmatte bin, klebt mir das jetzt hier auch nicht an meinem Untergrundpapier direkt fest. Und hier mache ich so ein bisschen schmalen Abstand. Fertig. So, und jetzt gucke ich mal, eben hatte ich doch eine Schere hier. Irgendwie bin ich heute ein bisschen vollgeladen auf meinem Tisch. Da habe ich meine Schere. Und ich schneide mir jetzt tatsächlich und klappe es nicht um die Reste hier ab, weil ich das jetzt hier gleich abziehen werde. Und dann möchte ich nicht, dass meine Karte von unten schon klebt. Also man hätte es auch umschlagen können, aber ich mache ja noch ein bisschen was damit. Und jetzt nehme ich mir wieder entweder meine Schere oder irgendwas anderes Spitzes, der Aufhebhelfer oder so, und ziehe hier die beiden Abdeckfolien runter. Und dann haben wir, so, dann haben wir für das Thema Heißembossen neu so ein Tablett mit einem Pinsel und einer Pinzette. Und da lege ich mir jetzt meine Karte rein und dann nehme ich mir meine Goldflocken und jetzt Achtung, nicht niesen, nichts machen, weil die sind ganz leicht. Und die lege ich mir jetzt hier so drüber über meine Klebestreifen. Und es ist auch egal, wie klein oder groß sie sind. Man kann mehrere Lagen übereinander machen, dass man alles abgedeckt hat. Meins hier ist jetzt schon ein bisschen kleiner. Manchmal hat man da so ganz große Stücke. Wichtig ist nur, dass man alles abgedeckt kriegt. Und das kann man, wie gesagt, auch in mehreren Schritten machen. Und dann drücke ich das hier mit meinen Fingern so fest. Man könnte das auch mit dem Fingerschwämmchen machen. Aber ich habe ein bisschen besseres Gefühl, wenn ich das mit meinen Fingern direkt mache. Und
Dafür finde ich unser Abreißklebeband zusätzlich, das ist eben zum Festkleben bei Mini-Alben oder Boxen und so auch natürlich super ist. Aber auch nochmal ein sehr schönes Anwendungsbeispiel. Und jetzt gucken wir mal. Das sieht schon mal gut aus. Ich reibe jetzt hier alle kleinen Blättchen runter und das kommt danach zurück in meine Box. Und hätte ich jetzt hier noch irgendwo ein Loch, so, ich versuche mal vorsichtig, da gibt es hier so einen Pinsel, da versuche ich, na, hier wird gleich alles schön gold glänzen. Gucken wir mal, erstmal klopfen war keine gute Idee. Es ist eben ein bisschen statisch, also es ist ein bisschen klebend. Ich mache das nachher in Ruhe weg. Aber dass ich die groben Sachen schon mal wieder in meiner Schachtel drin habe. So, das lege ich hier zur Seite. Wir wollen ja nicht verschwenderisch sein. Und dann reibe ich hier auch noch mal mit dem Pinsel drüber. Guck, und dann siehst du schon, dass ich da noch ein bisschen was runterkriege. Denn Überschuss will ich ja keinen haben. Und dann, so, das sieht alles gut aus. Und gleich mache ich damit noch einen Arbeitsschritt und dann ist das sowieso ganz super fest angedrückt. Also, ich fülle das hier zurück, das hat schon mal gut funktioniert. Ganz wichtig, ich mache meinen Deckel wieder drauf. So, alles ist sicher. Ich bin jetzt gerade ein bisschen golden. Und also, ich habe hier zwei Streifen und ich habe mir gedacht, ich möchte meinen Untergrund, also hier kommt dann mein Etikett nachher noch drauf, aber ich wollte das auch noch ein bisschen kalt prägen, also mit so einer Prägeschablone prägen. Und habe gedacht, ich gucke mal, wie ich mir das so mache. Na, noch ein Tick, dass das Blatt da oben auch drauf ist. So gefällt mir das gut und das müsste jetzt auch durch die kleine Stanz- und Prägemaschine passen. Ich gucke mal, das sieht gut aus und es ist ein 3D-Präger und immer, da ist die geschlossene Seite vom Prägefolder, so einmal den Anfang, das sieht gut aus, dann präge ich das einmal durch. Damit drückt jetzt nochmal die Goldfolie noch besser verbunden auf meinen Klebestreifen. Stelle ich hier zur Seite. Und jetzt kannst du sehen, dass ich auch mein Gold ein bisschen geprägt habe. Ich finde, das sieht sehr gut aus. Und hupsala, das möchte ich jetzt hier so draufsetzen. Und ich nehme mir jetzt noch mal eine saubere Blendingbürste und wische mir jetzt noch mal mein Gold runter. Wunderbar. Sehr einfach. Also irgendwas, mit dem man das schön sauber kriegt. Hier klebe ich natürlich wieder mit meinem Tombow. Und hier kannst du auf der Rückseite sehen, wie toll erhaben das geprägt worden ist. Finde ich immer wieder total beeindruckend. So, das jetzt mittig auf meine lodengrüne Mattung. Und das jetzt auch nochmal wieder mittig auf meine Grundkarte. Aufpassen, dass die Öffnung unten ist. Ist sie wunderbar. Und dann nehme ich mir Dimensionals, oh, reicht auch die angefangene Packung, und ich hatte mir schon eins vorbereitet, ich finde sie aber beide gleich schön. Ich nehme das, was ich heute gemacht habe mit dir und da kannst du ein bisschen gucken, wie viele Klebepunkte du da draufsetzen willst. Ich habe jetzt hier so drei und ich bin mal heute großzügig, ich gebe noch einen für die Mitte und dann mache ich das hier mal so ab. Das geht auch, finde ich, mit den Fingern ganz super. Ich kann das gut greifen. Und dann habe ich hier
haben. Und ich guck mal, so kannst du das sehen, dass das so ein bisschen absteht. Das wäre meine zweite Karte. Und dann habe ich noch etwas ganz Kleines, was ich dir zeigen wollte. Hier lege ich mal meine beiden Karten so zur Seite. Das kann schon zur Seite. Ich wollte dir ja noch einmal zeigen, wie diese Klebebögen funktionieren. Und dafür habe ich mir aus den Anhängern einen Anhänger gestanzt. Und aus dem Stanzform Danke für einen Schatz habe ich mir zweimal das Danke ausgestanzt. Und bevor ich das hier gestanzt habe, habe ich da schon den Klebebogen hinten drauf geklebt. Und dann habe ich ausgestanzt, sodass der Rest im Müll gelandet ist. Ich gucke mal, ob ich den hier auf die Schnelle finde. Mein Mann hat den Müll schon rausgebracht. Nichts mehr mit Müll finden. Also egal, hier war eben also auf dem Streifenpapier überall diese zurechtgeschnittene Klebefolie. Ich kann dir das hier nochmal zeigen. Du siehst, das Stückchen hier hatte ich mit der Schere rausgeschnitten, habe mir auf den Streifenpapier geklebt und habe dann gestanzt. Also ich hoffe, kannst du so sehen. Und ich lege mir jetzt hier nochmal die Silikonmatte hin. Also einmal klebe ich mir mit Tombow. Da hätte ich auch diese vollflächige Dimensional-Matte nehmen können und mit ausstanzen. Das hier ist ja ein bisschen dicker. Also unsere Dimensionals kleben eben auch super. Und das setze ich mir jetzt hier so drauf. Wunderbar. Und jetzt gucke ich mal, ob ich das mit den Fingern so abgezogen kriege. So, anfangen. So kannst du sehen, hupsala, dass man das sehr schön abziehen kann. Bei so Schriftzügen, wir haben auch von der Herzenspost einen und so, da zeige ich dir gleich, muss man ein bisschen aufpassen, wenn ich das jetzt hier so abziehe, dass ich das nicht so auseinanderziehe, sondern wieder ein bisschen forme und dann auch so Buchstabe für Buchstabe ein bisschen da richtig wieder draufsetze, weil man würde es auseinanderziehen können. Aber so siehst du, wie einfach so eine obere Schicht aufzukleben ist oder irgendwas ganz Zartes. Und ich habe gedacht, ich klebe da noch, wir haben so eine Dreierpackung Pailletten, ich klebe noch ein bisschen Paillette auf, die nicht schon selbstklebend ist. Und dafür nehme ich mir meinen Präzisionskleber und nehme mir gleich die Pinzette, glaube ich, von dem Embossen und mache mir hier ein bisschen Kleber auf meine Silikonmatte. Und dann schnappe ich mir hier, da gibt es so weiße Pailletten, die so einen Glitzereffekt haben. Upsala, guck, da ist zum Beispiel eine. Ich weiß nicht, ob du die so gut sehen kannst. Die sind sehr, sehr, sehr klein. Da sieht man sie, glaube ich, ganz gut. Und die tupfe ich jetzt von unten ein bisschen mit Präzisionskleber und dann klebe ich mir die so drauf. Und dann braucht man viel Zeit und Geduld, um die durchtrocknen zu lassen. Hier nehme ich mal so ein bisschen silbernen. Und einen Trick wollte ich dir jetzt noch zeigen. Hier schnell wieder zumachen, dass mir das auch nicht auskippt. Einen Trick wollte ich dir beim Präzisionskleber noch zeigen. Ach, da ist noch was Silbernes. Hier ist jetzt so eine Nadel dran. Und Tanja hat das, glaube ich, schon mal in einem unserer Videos gezeigt. Man legt sich den Finger dahin und mit dem Finger kann man sehr einfach einfädeln. Ohne Finger würde man unheimlich lange rumstochern müssen. So geht das super einfach. Also das trocknen lassen und jetzt habe ich hier meine drei Projekte von heute. Mit einer Bestellung bei mir unterstützt du meine Videos. Gib mir einen Daumen hoch, wenn dir mein Video gefallen hat. Wenn du kein Video mehr von mir verpassen willst, dann aktiviere doch die Glocke. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.